guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben es jetzt Montagmorgen, 7.20 Uhr. Ich habe gerade die Kinder-Raubtierfütterung gemacht. Weißt du was? Da Mama hat mir da Essen gemacht für Ben und mich und ich gehe heute zum Zahnarzt. Ja, Mia, du kleine Petze. Mia muss heute zum Zahnarzt. Sie hat um 8.30 Uhr einen Termin. 8.30 Uhr ist halt so, dass wir vorher quasi Ben wegbringen. Das heißt, also ich möchte eigentlich spätestens um 8 Ben wegbringen, dass Ben auch nochmal im Kindergarten oder in der Krippe frühstückt. Und Mia frühstückt halt nicht im Kindergarten und geht dann quasi gleich zum Zahnarzt mit und frühstückt dann danach. Aber da muss sie im Auto frühstücken, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also eigentlich hätte ich ihr dann auch irgendwas vom Bäcker kaufen können. Aber ich habe jetzt ihr Frühstück gemacht und habe nicht dran gedacht, dass sie gar nicht im Kindergarten frühstücken kann, weil wir zu der Zeit halt beim Zahnarzt sind. Diesmal ist es nur eine Kontrolle, weil die haben da ja ein anderes Medikament reingemacht. Mia sagt aber, wenn sie irgendwie auf den Zahn so drauf drückt, dann tut es hier oben weh. Müssen wir mal schauen. Also ich befürchte, wenn du auf den Zahn beißt. Also ich befürchte, dass es nicht gut aussehen wird für diesen scheiß Zahn, ey. Aber man hat es nicht mehr geblutet, das ist toll. Ist auch schon mal was. Genau, wir müssen uns jetzt fertig machen. Ben ist eigentlich schon so gut wie fertig mit dem Essen, ne? Oder? Ja, den Apfel hat er auch gegessen, ne? Jetzt hat er seinen Schnulli im Mund. Mia isst gerade noch ein paar Cornflakes und dann geht's runter. Und dann wird sich angezogen und fertig gemacht. Und heute haben wir ein bisschen mehr Stress, weil ich ja zu einer bestimmten Zeit weg muss hier. Was für andere immer noch spät ist, weil 8 Uhr weg oder so oder 10 vor 8 weg. Manche gehen um 7 oder so aus dem Haus. Und ja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Und wir ziehen uns jetzt erstmal an und starten den Tag. So, ich bin wieder zu Hause vom Zahnarzt und Kinder wegbringen. Mia hat jetzt noch ein letztes Mal so ein Medikament ins Zahn bekommen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Medikament, was sie probieren, weil ihr Zahn halt immer noch entzündet ist. Und die haben gesagt, das ist quasi die letzte Chance für diesen Zahn. Und wir haben jetzt nächsten Dienstag, also am 5. genau, haben wir einen neuen Termin bekommen. Um 8 Uhr morgens vielleicht, ich habe gesagt, so früh wie möglich. Und da gucken die quasi, ob der Zahn jetzt besser geworden ist, ob die Entzündung weggeht und wenn nicht, dann muss der weg. Läuft. Ich habe mit Mia schon gesprochen. Ich habe gesagt, ja, die Zahnfee kommt und der wackelt ja schon und so. Und ja, ich werde es ja jetzt so sagen. Ich werde ja nicht sagen, der muss gezogen werden und es tut weh oder du kriegst eine Spritze. So ist es natürlich nicht, sondern ich werde halt sagen, ja, dass der quasi, dass die Zahnfee kommt und sie darf sich den Zahn dann unter das Kissen legen, falls es so sein sollte. Ich habe auch schon mit Koya gesprochen, dass der das mit ihr macht, weil mir wird immer schwindelig bei sowas. Es ist leider so. Also ich meine, ich möchte, dass jemand mit ihr mit ihr im Raum ist und das auch dabei ist. Aber ich kriege immer Kreislaufprobleme. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Also klar könnte ich mich zusammenreißen. Also aber ich meine, Kreislaufprobleme kann man nicht so. Ja, die kann man ja nicht planen oder sowas, ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es gar nicht gehen würde und Koya könnte nicht kommen, würde ich das natürlich mit ihr machen. Würde ich mit ihr das durchstehen und würde dann halt für sie da sein. Aber das Gute ist, Koya wird so hinkriegen, dass er mit ihr da hingehen kann und es ist dann halt besser, dass Koya das macht. Und das Papa, da freut sie sich auch, dass Papa mit ihr zum Zahnarzt geht. Habe ich ihn schon angerufen, dass er das irgendwie einrichten kann bis nächsten Dienstag, dass er dann das halt weiß. Aber wenn er das weiß, dass er dann einen Termin hat, dann kann er es bei der Arbeit ganz gut regeln. Und jetzt bin ich hier hochgekommen, ich habe hier überall Fenster aufgehabt, habe mal ein bisschen gelüftet, jetzt haben wir noch 16 Grad hier drin. Ich muss jetzt gleich mal hier den schönen Ofen anmachen. Den hat Koya mir schon vorbereitet, ich muss ihn quasi nur noch anzünden und dann frühstücke ich erstmal. Ich habe mir nämlich ein paar Laugenbrötchen geholt, zwei Stück, nicht fünf oder so. Und dann muss ich erstmal YouTube machen und ich habe heute gar keine Lust auf irgendwas anderes, auf Buchhaltung oder so. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen hier meinen Schreibtisch aufgeräumt, meine Papiere sortiert und so, aber auf mehr habe ich irgendwie auch keine Lust. Deswegen muss ich mal schauen, wie wir heute den Montag ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber Videos schneiden muss ich auf jeden Fall. Ich hänge ja jetzt auch wieder mit den Vlogs hinterher, also mit dem Datum, weil ich ja zwei Tage keinen Vlog gemacht habe, sondern andere Videos. Weil jetzt einfach, weiß ich nicht, hatte irgendwie keine Motivation, den Vlog zu schneiden und es war ein bisschen komisch. Aber das ändert sich jetzt auch wieder. Also jetzt gibt es ja wieder Vlogs. Manchmal hat man das einfach so nach ein paar Monaten, nur so denke ich mir, oh, ich habe gar keinen Bock mehr. Aber ihr schreibt mir immer so tolle Kommentare, da kann man eigentlich gar nicht demotiviert sein. Und ja, also heute steht nichts Besonderes. Ich dachte mir, ich zocke nachher mal so ein bisschen und einfach nur in Ruhe so eine Stunde oder so mal gucken. Aber vorher wird natürlich hier alles
Erledigt. Ich habe immer noch nicht die unsere Steuererklärung. Habe ich zwar alles fertig gemacht, aber ich muss die immer noch abschicken. Ja, ich habe da gar keinen Bock zu. Es ist jetzt nicht schwierig. Ich muss die Sachen einfach nur ja, zusammensuchen. Und ich habe sie auch sogar schon kopiert und muss die halt abschicken. Ne? Aber ich habe... Mir fehlt die Motivation dazu. Aber vielleicht mache ich das ja heute, weil mein Schreibtisch ist nämlich jetzt schön aufgeräumt. Ich kann mal zeigen. Also, er ist aufgeräumt her. Er ist ein bisschen leerer. Also, ich habe quasi das hier ein bisschen sortiert. Und ja, hier so... Tacker, Locher und so, das brauchte ich gestern für meine Ablage. Und ja, ich mache jetzt allererstes mal den Ofen an, dann ist es hier schön kuschelig, weil wir haben 16,2 Grad. Und ich laufe hier im T-Shirt rum, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ne? Aber ich mache mir gleich die Decke um meine Schultern und lausche dem Feuer. So, ich habe mir heute mal vorgenommen, das Badezimmer zu putzen, weil hier sieht schon wieder schlimm aus. Seht ihr das da hinten? Da ist von der Seife und so. Aber ich muss hier erstmal Heizung anmachen, mir ist so kalt. Ich war gerade oben und dann bin ich von oben runtergegangen und es war so mega kalt. Also, müssen wir jetzt in eine heiße Badewanne springen? Geht ja leider nicht. Hier muss ich auch mal aufräumen. Das ist immer unordentlich. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe da jetzt schon so ein Körbchen hingestellt, aber trotzdem kriege ich es nicht hin, hier Ordnung zu halten in dem kleinen Badezimmer. Und ja, hier oben habe ich zum Beispiel Sachen stehen, die alle leer sind. Die müssen eigentlich in meine Aufgebrauchtüte, aber... Leute, wenn ihr wüsstet, wie meine Aufgebrauchtüte aussieht, die ist so vollgestopft bis oben hin. Da könnte ich wahrscheinlich 5 aufgebraucht von drehen, weil ich mir immer keine Motivation finde, dieses aufgebraucht zu drehen. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal schauen, vielleicht sortiere ich das auch nochmal in Koyas Sachen. Dann kann Koya einen aufgebraucht drehen auf seinem Kanal und ich auf meinem Kanal. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich habe übrigens vorhin die Fingernägel nochmal neu lackiert. Eigentlich, also ich finde die Farbe auch echt total toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt jetzt hier irgendwie roter rüber, als es ist. Aber ich finde Fingernägel allgemein einfach, also Fingernägel lackieren, lackierte Fingernägel, wie soll ich denn das sagen? Anstrengend, weil ich finde, mir platzen die Nägel immer ab und so. Man muss das halt gefühlt jeden zweiten Tag dann neu machen. Und weiß ich nicht, ist eigentlich nervig, aber ihr habt mir in dem Video oder in vielen Videos so viele Kommentare geschrieben, dass mir das so gut steht. Und dann dachte ich mir, ich kann euch nicht enttäuschen, ich muss den Nagellack weitertragen. Also ich finde ihn selber sehr schön, aber ich finde ihn halt anstrengend irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. So, ich fange jetzt mal an hier zu putzen, sonst wird das nämlich gar nichts mehr heute. So, ich habe jetzt ein bisschen, Mittagsschlaf kann man nicht sagen. Ich habe ein bisschen gedöst. Ben musste auch bei mir im Arm bleiben. Das fand er gar nicht so lustig, aber er hat sich auch ein bisschen ausgeruht. Und jetzt müssen wir leider los. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr. Koya hat heute einen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt hatte, aber er hat ja das Auto von meinen Eltern verkauft, den Fiat. Und wir bringen den heute, weil der halt nicht angemeldet ist. Und wir haben halt rote Nummernschilder. Und genau, dann, die wohnen halt... ja, so ein paar Kilometer, so 30 Kilometer von uns weg. Und da wollen wir jetzt hin. Ganz Familie, Mia, Ben, Mama, Papa. Sag mal hallo. 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 Bist du genervt? Ja, wir dauern alles zu lange. Ja, weil ich noch nicht fertig bin. Koya dachte wahrscheinlich, er kommt nach Hause und ist alles fertig. Nö. Sieht er mal, wie ich mich immer fühle hier, ne? Ist so, ich da will nicht, sonst ist sie nachher nicht mehr da. Dann fahren wir umsonst. Wieso ist sie nicht mehr da? Weil die ja auch nicht 100 Jahre da ist. Bis 7:30 ist die nur da. Ja, Koya geht mir jetzt jedenfalls auf den Nerven mit seinem Rumgezicke, dass es schneller machen soll. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ne? Wenn ich nämlich jetzt hier gehetzt werde, werde ich nämlich noch langsamer. Im Endeffekt ist es nämlich so, Koya fährt das Auto dahin und ich nehme ihn dann quasi wieder mit. Toller Ausflug und ja. Dann fahren wir mal. So, wir sind jetzt in Burgdorf angekommen, wo wir quasi den Fiat hinbringen und die holen gerade das Auto ab oder nehmen das gerade in Empfang und es war die Horror, es war die Hölle, die Fahrt, wirklich, es war Horror. Ich konnte gar nichts sehen, ich weiß nicht, ob meine Augen zu schlecht sind oder so, aber ich kann im Dunkeln irgendwie nicht so gut sehen und ich bin froh, dass Koya jetzt gleich zurückfährt. Er muss zumindest das Geld in Empfang nehmen und quasi den Vertrag übergeben und alles und dann können wir eigentlich nach Hause fahren und ich fahre Gott sei Dank nicht, komme ja mal zurück rüber, ich sage ja auf jeden Fall. Es war wirklich Horror, ich kann im Dunkeln, also ich weiß nicht, so in der Stadt habe ich gar keine Probleme, wenn es halt dunkel ist und wir quasi von der Autobahn runtergefahren sind auf Landstraße, es war nicht beleuchtet, ich konnte dann nicht mehr als 60 fahren. Die Autos hinter mir waren schon alle ein bisschen nölig, aber tja, ist halt so. Ich melde mich bei euch, wenn wir wieder heile zu Hause angekommen sind. Bis gleich!
Wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist aber mittlerweile schon, weiß ich nicht, 8:30 oder so. Mia geht jetzt ins Bett. Ist ein bisschen später geworden heute. Ben liegt schon im Bett, aber 100% schlafen tut er noch nicht. Und ich habe gerade eben eine Nachricht von meiner Freundin bekommen, weil ich war doch bei der Tupper-Party bei ihr. Und dann haben wir uns so drüber unterhalten, dass Koya und ich ja in, nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende, zur Essener Motorshow fahren. Und die Kinder dann mitnehmen. Und dann meinte sie, ja, die Kinder können doch auch bei ihr schlafen. Und Mia hat ja schon öfter bei Amy geschlafen, aber ja, Ben hat noch nirgendwo anders geschlafen. Ich sage, ja, und Ben und so. Und sie sagte, ach, das kriegen wir schon hin und gar kein Problem. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass sie es vergisst. Ne? Aber jetzt hat sie mir geschrieben, dass es klar geht und sie da schlafen können. Und ich freue mich einerseits total, weil es wird Ben einfach gut gehen. Ne? Die hat ja auch, also Amy ist ja für Mia ganz toll. Dann haben die Lia und Lia und Ben sind ja fast gleich alt. Die können dann zusammen spielen und also Ben ist ein bisschen älter, aber trotzdem können die zusammen spielen. Und ja, also es wird eigentlich toll werden, aber ich habe halt irgendwie Angst, dass Ben, ja, keine Ahnung, dass er dann nicht ein... Schisser, sagt Koya. Nein, aber dass er nicht einschläft oder Mann, seine Mama vermisst. Aber deswegen finde ich es gut, dass Mia und Ben beide da schlafen. Dann kann Mia sich zu ihm mit hinkuscheln und ihn zur Not trösten. Und er liebt ja seine Schwester ganz doll. Und Koya und ich haben uns schon überlegt, dass wir an dem Freitag dann, also von Freitag auf Samstag ist das dann, und wir fahren Samstagmorgen ganz früh los dann nach Essen und wir wollen dann vielleicht ins Kino gehen oder einfach essen gehen oder so, keine Ahnung. Am Freitag einfach mal als Paar was machen, ne? Lala. Liebling. Ich wollte eine Mischung aus Liebling und Darling gerade machen. Laling. Hast du gesoffen, Frau? Lalalala. Nee, ich habe nicht gesoffen. Achso, das Auto haben wir jetzt offiziell verkauft, ne? Ist alles gut gegangen, habe ich euch ja, glaube ich, schon erzählt. Ich bin froh, dass Koya zurückgefahren ist und nicht ich. Also, im dunklen Auto fahren, boah, ist überhaupt nicht weit. Wirklich. Ich habe eben gerade noch die Küche aufgeräumt, aber ich habe schon wieder so viel Geschirr, obwohl der Geschirrspüler läuft. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Koya macht sich gleich noch was zu essen. Es gibt nur, haben wir noch Reste von gestern. Ich esse, glaube ich, noch ein Brot. Ich habe vorhin auch schon ein paar Reste gegessen. Also ich habe schon warm gegessen. Und dann wollte ich eigentlich jetzt unbedingt noch die Sachen da hinten aus dem Schrank, aus der Tür rausholen, Liebling. Du hast jetzt aber keinen Bock mehr, ne? Das ist jetzt auch schon 8:30. Müssen wir morgen machen. Aber das ist Mias Adventskalender drin, Liebling. Ja, den holen wir morgen raus. Müssen wir unbedingt rausholen, weil ich den ja... also wir haben ja so einen Adventskalender, habe ich euch letztes Jahr schon... Guckt, vielleicht verlinke ich das Video euch mal hier. Da habe ich jedenfalls Mias Adventskalender gemacht und wir haben so einen an der Schnur mit so kleinen Säckchen, habe ich mal irgendwann gekauft. Ich hatte den letztes Jahr an der Treppe hier hängen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dieses Mal da wieder hinhänge. Ich glaube nicht, ne, Liebling? Mhm. Vielleicht in ihrem Zimmer über ihr Bett. Dann holt sie alles raus. Mia ist ja so ein, aber sie ist ja schon ein bisschen älter geworden. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auch noch nichts gekauft dafür, für den Adventskalender. Ich bin eigentlich... Ja, keine Ahnung. Das ist halt nur ein Adventskalender, sollten ja eigentlich nur Kleinigkeiten rein. Aber jetzt nur Schokolade oder sowas reinpacken, ist halt auch nicht so gut für ihre Zähne, gerade wo wir heute beim Zahnarzt waren. Ich muss mal schauen, was wir da so reinpacken können. Muss ich jedenfalls auch noch für einkaufen und dass wir das alles schön packen können. Ich habe auch voll Bock jetzt, ich könnte jetzt auch eine Packung Kinderschokolade essen, ne? Ich bin ja eigentlich gar kein Schokomensch, aber so eine Packung Kinderschokolade... Oder so ein paar Maßregeln. Aber wir haben nichts zu Hause. Wir haben einfach nichts mehr zu Hause, was ich jetzt mag. Machst du mein Essen in dem Mikro? Ja, ich mache jetzt Koyas Essen in dem Mikro. In meiner wundervollen Mikrowellenbox. Und dann werde ich mir erstmal auch mal was zu essen machen. Also bis gleich. So, ich bin ein bisschen dunkel hier, aber ich habe gerade mal eine Überraschung von Koya bekommen. Koya hat immer schon angedeutet, dass er eine Überraschung für mich hat. Ach ja. Und ich habe sie jetzt bekommen. Schaut mal, ich habe einen Adventskalender bekommen mit Cola. Und das Coole ist, da sind 20 Cola-Flaschen drin, also Cola-Dosen drin und 4 weihnachtliche Überraschungen. Ich habe mir den Coca-Cola-Adventskalender immer schon gewünscht. Wusste ich gar nicht. Wusstest du das gar nicht? Ich dachte, das wusstest du deswegen. Nö, ich trinke doch so gerne Cola. Ich habe den gehabt, wo wir zusammen einkaufen waren. Den habe ich gekauft. Oh, du bist so süß. Habe ich nicht einen tollen Mann? Habe ich einen tollen Mann? Ja, ich darf das nicht beantworten. Sag das mal. Schreib mal toller Mann in die Hashtag toller Mann. Auf jeden Fall ist das mein Adventskalender. Ich habe Koya schon gefragt, ob er mir den an der Wand hängt. Will er nicht? Aber der hat hier so ein Ding. Den muss man aber abmachen, sonst kommt
Kommt man nicht daran, ne? Ein Coca-Cola-Weihnachtstruck. So, ich muss jetzt noch ein Foto für Instagram machen. Ich verabschiede mich schon mal von euch, für euch und bedanke mich jetzt für meinen Mann. Er kriegt ganz leuchtende Augen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!